in Dings raus. Yeah, that sounds good. There we go. Bin ich gerade lazy? Ja, ich bin schon den ganzen Tag lazy. Zuerst, ich lasse euch das mal laufen. Ich werde einmal kurz... Ich muss das Meme umändern. Wir brauchen ein neues Meme des Tages. Wo ist mein Meme-Ordner? Hier ist mein Meme-Ordner. Earthnergen. Oh, wisst ihr was? Oh ja, jetzt gibt's mal einen richtigen Klassiker. Einen richtigen Meme-Klassiker. Mal gucken, wer den von euch noch kennt. Yee. Nein, ich nehme nicht Bummanut. Nein. Nee, nicht mal Nut, mal Nut. Speaking of, der gesamte Soundtrack von diesem Spiel ist geil. Das gesamte Spiel ist geil. Es hat einen Grund, dass es basically zu Gaming Soul Food bei mir gehört. Warm-up nehme ich sogar gerade ganz gerne mal an. Es ist jetzt ein bisschen her. Ich glaube, ich habe ihn hier immer genommen. Ich glaube, die haben sich nicht wirklich unterschieden von sich aus, nur wenn man es auf Custom gemacht hat. Aber ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher, wie man das richtig gut einstellen konnte. War ich eher auf Dash? Ich glaube, hier. Oder habe ich das Middle? I guess. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Handling und Grip? Ist das nicht dasselbe? Yeah, let's try that way. Welcome to Dolphin Park. Warm-up time. Follow that dolphin. Ah, doch, das fühlt sich aber ganz gut an. By the way, kleiner Schoschmann konnte damals nicht mal Englisch, also ich hing tatsächlich mal Stunden in diesem Bildschirm fest. Konnte man nicht auch irgendwie den Delfin reiten? Delfin reiten. Stunts machen immer noch Spaß in dem Spiel. Das Game ist so geil. Mega Death. Kann man nicht. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Welcome to Sunny Beach. Sunny Beach. Oh, mal gucken, an was ich mich noch so erinnere. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie man den guten Start macht. So viel weiß ich noch. Maximum Power!
By the way, ich finde persönlich der Ansager aus Wave Race, ne? Der wurde eindeutig nicht genug bezahlt. Also, für den Job, den er gemacht hat. He deserves more. I mean, Jesus, dieses... Wenn der anfängt zu brüllen Maximum Power, denkst du auch so, ja, ich zieh meine Hose ja schon aus, Mister. Alles gut. Woohoo! I love this game. Ganz ehrlich, das Spiel ist mittlerweile alt. Yes. Fragt mich nicht, wann es rausgekommen ist. Ich hab's total vergessen. Aber ich glaube, ein Zwanni hat das Spiel auf jeden Fall schon auf der Kappe. Und to be honest, ich finde, das Spiel ist verdammt gut gealtert. Ich sage euch, der Typ wurde definitiv unterbezahlt. Der liefert viel mehr, als er eigentlich sollte. Welcome to Sunset Bay. Das finde ich generell über N64-Games. Viele sind verdammt gut gealtert. Außer, das hatte ich eben gerade erst noch mit Sarge gehabt, von wegen, das Spiel, wer erinnert sich an GoldenEye? Richtig, ich nicht. Von daher, ich habe es nie gespielt. Ich habe nur halt gehört, es soll echt schlecht gealtert sein. Ich meine, gut, was erwartet man von einem N64 First-Person-Shooter, right? I mean, ne? Altert so gut wie Käse in der Sockenschublade. Aber für die damalige Zeit, solche Physics zusammen mit dem Soundtrack und wie es sich steuert, Alter. Damals konnte ich das nicht mal richtig wertschätzen, als kleiner Pissblach. Weißt du, ich habe immer gedacht so, hey, Jetski go brill. Und heute denke ich mir so, yeah, damn it, looks nice, it fucking plays nice. Du kannst so gut sein, dass du Leute fast überrundest. Ja, die Hütchen sehen aus wie übergroße Ice Cream Cones, but fuck that. Alter, die Stage, ne? Alter, die ist so geil. Watch the signal. 3, 2, 1. Yes! Ist voll overpowered, ey. Weißt du, startest und bist einfach Maximum Speed, instant. Also das ist eine Nebel-Engine, da wird selbst Silent Hill feucht bei. Das ist ein Lappenrekord. Ja, aber 6 Seconds ahead. Du bist ein 6 Sekunden-Kopf. Ich weiß noch, ich hätte mal ganz früher. Was heißt hier ganz früher? Als ich es mal ein bisschen häufiger gespielt hatte, hatte ich eigentlich das Ding perfekt eingestellt gehabt. Da war ich perfekt zufrieden mit. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja, das ist fein, aber irgendwo fehlt mir das Feintuning, was ich damals hatte. Du bist ein 9-Sekunden-Kopf. Ich meine, eigentlich, if I think about it, wäre es schlauer, wenn ich meinen Jetski mir auf Topspeed setze, weil ich bin ja sowieso die ganze Zeit auf Maximum Overdrive. Not nice hier und hier die Hoshi, moin moin. Back
Welcome to Marine Fortress. Oh, die Map. Alter, die ist ein Albtraum. So krasse Wellen. By the way, ich wusste damals nicht mal, dass man überhaupt diesen Turbo-Start machen kann, womit man sofort Ultra-Speed bekommt. Wie gesagt, ein kleiner Schorschmann war halt so, drück A, mach brrr. Das war so halt, ich glaube, wir waren alle damals so. Wow. Bei Mario Kart genauso. Da hast du denn A gedrückt, einfach so nach dem Motto A, go, brr. Wuhu! This game is so good. Es gibt so viele N64-Klassiker, wo ich immer wieder spielen könnte, ne? Like all the damn time. Wave Race, Lilith Wars, alle Bomberman-Teile, die auf dem N64 rausgekommen sind. Oh oh. Und jetzt kommt vielleicht der schlaue Zuschauer um die Ecke und fragt, was ist mit Mario 64? Und ich so, ja, Mario 64 ist ein gutes Spiel. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Mario 64 ist bei mir nie so im Hirn geblieben wie andere Spiele. Oh, speaking of Mario Kart, ne? Ich hab mal wieder Bock drauf. Allein um fucking Toad Screaming zu hören. Welcome to Port Blue. Toad Death Screaming. Have a good race. 3, 2, 1. Das Problem ist, Mario Kart ist noch eine IP, wo Nintendo tatsächlich einen Shit drauf gibt. Ergo, wenn ich das streamen würde, ist die Chance hoch, dass ich einfach einen Orbitallaser abbekomme. Vor allem das Geile an diesem Spiel ist halt, später, also wenn du die auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst, die gesamten Stages verändern sich noch. Man muss anders fahren, es sind mehr Hindernisse überall. Es ist also nicht nur einfach so Gegner go schneller brr, sondern es ist tatsächlich eine schwerere Strecke dann. Na gut, jetzt sind hier auch schon überall Öltonnen. Wo makaber wäre, wenn jetzt auf einmal das Wasser überall so... ja, andersfarbig wäre. Aua. A swing! Fuck. Alles gut. Aber ohne Scheiß, N64 Toad Screaming ist halt Optimum. I love it. Das ist der beste Screen überhaupt. Oh fuck. No problem. Ist jetzt zwar ultra langsam, aber das macht ja nichts. You get it. Warte mal. Kann ich nicht. Das ist dann nicht das Coole. Das auch nicht. Wo ist der gute Shit? That's the ticket. Ah.
Gibt's noch mehr? Yeah! Sadistentoad. Warte, das geht noch besser. Das kann man noch besser machen. Hold on a second. Das ist noch nicht schlimm genug. Ultra Nut. Toad Go Nut. Lustig. Dinge, die nur ich lustig finde. Welcome to Southern Island. Toad's Biggest Nut. Gott, die Musik allein. Die Stage ist halt auch geil an sich, weil sie halt die ganze Zeit Ebbe und Flut verändert. Später kann man hier nämlich überall noch durch die Gegend fliegen. That's a wrap. Like that. Das Mega-Orca. Wellen sind hier aber auch böse an sich. Dafür kann man hier einfach unten durch. Es gibt dafür gefühlt die Hälfte der Strecke. Achso, ja stimmt. Jetzt ist hier fast alles ausgetrocknet. Aber dafür Mega-Wellen. Alter, Welle... Seht ihr, das meine ich. Jetzt ist hier ja fast gar nichts mehr. Fuck. You finished first and got 7 points. I got all of the 7 points. Ich habe den Sinn des Lebens. Nice. Vor allem das Geile ist ja, später gibt es dann auch noch, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, kommen ja noch mal 2 extra Level dazu. Und die sind auch noch fucking schwer. Also können wir mal darüber reden, die Menschen in dem Spiel sehen tatsächlich mal nicht terrible aus. Ich sag mal so, ich habe mir erst letztens angeguckt, wie Solid Snake in halt im ersten Metal Gear Solid aussah und er sieht einfach aus wie so ein Brotkasten. M. Peter. You get to move up to the next class. Bap. So, komm, auf hart schaffen wir auch noch. Nächster, bitte! Und Roma, vielen Dank für den Sub, mein Dude. Seht ihr, wir können alle miteinander klarkommen. We just need to talk. Ich glaube, ich hatte es eher so. Ich versuch's mal so. Welcome to Sunny Beach.
Und tschüss. Wow. Spin! Schön der Rucks, moin moin. I did a fucking Ultra Spin. Oh nein, die Stachelkugeln. Da flippt man komplett weg, wenn man dagegen fährt. Alter, ich ertränk dich, Junge. Wieso du wegkommst. Also auf die kriege ich noch. Den Spin habe ich nur aus Style gemacht. Oh boy. Wie weit ist der vorne? Alter, wie weit ist der vorne? Da macht man einmal einen coolen Flip. Du Flip! Natürlich hat er sich nicht hingepackt, because why would he? Scheiße, ich bin Zweiter. Alter. Wie uncool. Da macht man einmal einen coolen Flip. Nah, I'm okay. Welcome to Sunset Bay. Start your engine. I need to do a better flip. 3, 2, 1. Oh! Maximum power. Everybody behind you. Und die, stimmt, die Hütchen sind auch anders gestellt dann. Man muss mehr Ugi Schwugin. Oh, man darf hier nicht mehr abkürzen. Alter, und der Breite ist komplett hinter mir. Der will auch nicht weg. Alter! Was hat der denn für ein Problem? Ja. Ich packe den Mixer, Junge. Tschüss. Komm her, Junge. Scheiße. Egal. Yeah, fuck you, man. Alter, der will's aber wissen. Jesus. Was hat er für Probleme? Der hat ja richtige Sorgen. Komm hoch mit dir. Zip. Fuck, ich Dummnudel. Oh, stimmt, man muss da jetzt einmal durch. Durch dieses Stockfeld. Ah, der Dicke ist hinten. Was ist los? Was ist mit meinem Rivalen? Er hat keinen Bock mehr, hat aufgegeben. Never mind, er ist wieder Zweiter. Das ist schwer hier durch. Aber ich glaube, im Expert-Mode ist es noch mal schwerer. Ja, wobei... Das sieht gerade noch machbar aus. Uiuiui. Yeah.
Trebier. Oh, Trebier. Oh nein, der Dicke. Oh nein. Nee, 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 nee. Die Renderdistanz? Das, hier in der Map ist das ja der Nebel. Der geht ja nach einer Zeit weg, aber... Ich fand die Renderdistanz hier eigentlich nicht so schlecht. Man, lass mal drauf achten. Das geht doch. Okay, ja. I guess, das sind Sachen, die ich beschlossen habe zu ignorieren, I guess. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da gibt es durchaus schlimmere. Man gab es nicht von... Ich meine, South Park hatte ein N64-Spiel mit einer echt terrible Render-Distance. Sag ich dem Motto, alles ist Nebel. Wupp, wupp. Ich wusste doch, da war was. How have I been overtaken? There's no one. Außer, ich, doch, der Beefman ist hinter mir. Beefbird is behind me. Beefbird is in front of me. Beefbird kommt gleich in Schredder, das seid ihr. Wow! Und schmuggeln. Paff! Was hat der für Probleme? Jesus! Ja, wir haben auch gerade so weggedrängt. Welcome to Port Blue. Have a good toast. Oh, der war schlecht. Oh, stimmt. Jetzt kann man die Abkürzung schon fahren, tatsächlich. Später muss man sie fahren. Aber ich fahre lieber einmal... I drive responsible. Ich weiß, diese Worte aus meinem Mund ist merkwürdig. Oh, Big Birdman ist Dritter, nice. Komm, fuck it. Ja. So viel zum Thema I drive responsible. Alter. Coverman, was möchtest du eigentlich? Geh nach hinten, wo du hingehörst. Tschüss. Wump. Ich hab nicht mal das Gefühl, dass es eine Abkürzung ist. Ich habe das Gefühl, ich war da länger drin als hier. Never mind. Coverman hat mich komplett überholt. Wäre ich jetzt auf ihm gelandet, ne? Oh, shit. Hey, Cody. Oh no. Welcome to Twilight City. Oh boy. Twilight Town. On your mark. Get set. 3, 2, 1. Oh! Okay, fuck it, YOLO. Yeet. Ich glaube, auf Expert muss man da irgendwie noch einen Geheimweg fahren.
Da muss man, glaube ich, unten durchtauchen irgendwie. Ganz banal. Wuhu! Aber an sich ist die Strecke, finde ich, gar nicht so schwer. Twilight Town looking motherfucker. Ja, die Map kommt auch erst auf Hard. Ich sag mal, wenn du die Map nicht kennst, dann wirst du wahrscheinlich die letzte Map, die auf Expert dazu kommt, auch nicht kennen. Die ist auch fucking tough. Komisch, mir hängt jetzt irgendwie gerade keiner am Sack. Das ist ungewohnt. Bin 3 Sekunden vorne. 4 sogar bei denen. Oh. Da wollte ich ein bisschen viel auf einmal. Yeet. Aber an sich, die Strecke ist nice. Fuck. Ja, okay. Und there goes everything. Ja, natürlich. Alter, der letzte Fehler kostet mich jetzt... Alter, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Alter. Ja, ich bin trotzdem... Hab eine gesunde Führung. Welcome to Southern Island. Dass ich den bekommen habe, verwundert mich gerade. Da hätte ich den Sprung nutzen können. Da war noch der Steg. Und der Wal ist da hinten, glaube ich, geflogen. Yeah! Das fühlt sich in dem Spiel aber... Jesus! Krasse Wellen. Eine Welle zu reiten fühlt sich so fucking gut an hier. Wellenreiten feels good. Oh fuck, egal. Oh nein, Coverman ist hinter mir. Alter, wie disappointed er klingt. Du bist Zweiter. Ich bin Erster, du Lappen. Ich hab Coverman besiegt. Kennst du euch Gurren Lagann? Gehört ja, aber nie geguckt tatsächlich. Just to know. Die Liste von Anime, die ich eigentlich gucken müsste, aber nie geguckt habe, ist way too long. Ja, irgendwie kommt man Delfin reiten, aber ich weiß auch gerade nicht wie, leider. Alter, wisst ihr was? Das ging ja noch schneller, als ich erwartet hatte. Wir machen gleich auch noch den fucking, den Dings. Den Expert Mode. You are the champion! Congratulations! Na, über My Hero Academia habe ich schon eine Menge Gutes gehört, also besonders von Andy. You get to move up to the next class. Oh boy. Bap!
Jetzt wird's richtig lustig. Wollt ihr sehen, wie mich auf die Fresse packt? Der Top-End war jetzt... So war's besser. Welcome to Sunny Beach. Suddenly this is a power stream. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Oh! Oh yeah, feels much better. Was haben sie jetzt an der Strecke noch ge... Excuse me, what? Okay, this is not gonna start good. Irgendwas hat mich da gerade abgedrängt. Das sehe ich gerade nicht. Irgendwas hat mich zur Seite geschoben. There was something. Everybody behind. Behind closed doors. Behinderte geschlossene Türen. Mein Lieblings Rise Against Song. By the way, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich lese mir in letzter Zeit viele Lyrics zu, also beziehungsweise achte viel mehr auf die Lyrics als auf alles andere, was so die Musik angeht, die ich höre. Und da habe ich letztens von Billy Talent einfach mal Devil in the Midnight Mass gehört. By the way, geiler Song, I fucking love it. Aber, Alter, was sind das für Lyrics? I don't get it, really. On Seed. My Hero Macadamia. You finished first and got 7. Move on to the neck. Move on to neck. Welcome to Sunset Bay. Start your engine. Tut gut, wenn wir direkt zu Anfang ein bisschen Vorteil haben. 3, 2, 1. Beefy. Alter, zieht ab. Alter, der hat den übersprungen. Oh fuck. Du bist Zweiter. Disgusting. Alter, er klingt halt so disgusted dabei. Ich sag dem Motto, du bist Zweiter. Alter. Mit sowas wie dir will ich mich gar nicht mehr abgeben. Widerlicher Zweiter. Ein Hufflepuff. Fuck. Oh nein, was mache ich denn da? Ich habe auf den Chat geguckt. Scheiße. Da geht meine Führung. Okay, okay. Boah, da. Junge, kommt in die Rotorblätter. Alter, der ignoriert ja alles. Das ist Schummeln. Weißt du was, kann ich auch, du Pisskind. Fuck you. Du bist Zweiter. Pathetic. Das sieht doch schön aus. Welcome to Drake Lake. Dak. Watch the signal. 3, 2, 1. Ich habe halt auch so das Gefühl, die CPUs müssen sich nicht wirklich an die Regeln halten hier. You know, die Regeln, die hier gelten, like...
immer an den Hütchen so fahren, wie sie da stehen. 5 Fehler und du bist raus. Ich habe so das Gefühl, die NPCs müssen sich da nicht so ganz dran halten. So, was war jetzt hier? So und dann... Oh, fuck. Ja, fuck it. This place can suck, dinosaur dick. Eat the paste. Maximum power. Aber scheinbar bin ich nicht der Einzige, der da nicht langfahren kann. Vernünftig. Can we talk about it? Fucking, denn der Nebel sieht fucking gut aus eigentlich. Drauf geschissen. Der hat die auch über. Hallo! Fuck off! Ich muss Coverman noch überholen. Ouch! Goofy sounding motherfucker. Oh fuck. Nein, ich dachte, ich kann das noch durchpushen. Ich hätte andersrum fahren müssen. Das hätte funktioniert. Schwimmer noch. Fuck you guys. Welcome to Marine Fortress. Oh, ich dachte, ich kann mich da durchpushen, aber ich habe einen Cone übersehen gehabt. Not bad! What the fuck? Oh, komm, geh doch ruf jetzt, Mensch! Oh, Alter. Oh. Ja, komm, bleib noch länger da unten. Ach so, ihr könnt da schon langfahren. Ich noch nicht. Das ist fein, okay. Wollte ich sowieso nicht. Spoiler. Oh boy. Go for it. Ja, wie denn? Ich muss erstmal den Apple-Mitarbeiter überholen. Und dann reden wir weiter. Oh, geil. Hier liegt noch mehr Schrott. Oh ja, geil. Noch mehr. Und mehr Müll. Mann. Was ist denn das? Das ist schlimmer als Mario Kart hier. Kiste! Warum liegt das denn hier? Well. Jo. Ja, das hat's gebracht. Das war's wert. Oh cool, die sind schon gleich durch. That's nice. Sorry, I'm busy avoiding trash. Oh cool, die sind schon durch. Alter, ich werde Ultraletzter. Oh, fucking hell. Nice try. You finished fourth. Oh wow, ein Punkt. Eieiei. Okay, ich bin immer noch da. Welcome to Port Blue. Ich kann mir immer noch einen kompletten Abfuck erlauben, but I don't want to. Ja, das hat Gaudimann mir vorhin schon geschrieben, dass bei ihm ein Erdbeben war und nicht mal unbedingt Schwaches. Es war jetzt nichts Zerstörerisches, aber, ne, zum Glück. Aber ich möchte nur mal anmerken, es wird irgendwie in letzter Zeit immer mehr. Alter, natürlich und ich crash dabei! Ja, im Grunde ist das Rennen vorbei für mich. Wobei. Oh ne. Wow, wo wollt sie denn hin? Alter, was für eine Tour hat sie denn genommen? Keine Ahnung, was sie für eine Tour gebucht hat, aber die will ich auch. Wie
kann nicht First sein. Die sind alle vor mir. Och, fick dich. Kriege ich noch. Die sind beide da. Ja, die kriege ich. Fick dich. Zieh ab, Coverman. Ich muss den Mitarbeiter oh, fuck. Das ist nicht gut. Hier gibt es halt kaum Bojen. Ich bin fuck you, bin ich nicht. Zweiter, gut. Wir sind wieder Erster. Und schon müssen wir Zweiter oder mehr werden. That's great. Und das ist auch noch ein schweres Rennen jetzt. Okay, let's try that. Und genau so muss das. Die Wellen sind hier aber auch halt echt gefährlich an der Stelle. Ich darf nur nicht hier wieder denselben Fehler machen wie letztes Mal. Dass ich einfach hier schon wegkachel. Ja, ich muss. Die sind mir zu nah hinter mir. Das muss ich immer schaffen. Mal guck mal, wie weit die hinter mir, wie nah die hinter mir sind. Jetzt geht es halt nicht mal mehr darum, dass ich Erster werde, sondern dass ich generell ein... Was hat er denn gemacht? Dass ich einfach Zweiter werde, um weiterzukommen. Oh, fuck. No. Woman, fuck off. Yes. 3 von 3, das ist gut. Jetzt nur nicht abschmatzen. Oh fuck. Oh fuck. Ja, okay, ist nicht schlimm. I can't fix that. Wieso? My guy tried to do a flip. Nein! Wie visible! Sorry, you didn't accumulate enough points to move on to the next round. Better luck next time. Bullshit! Come back. Try again. Suck dick! BS. This is what this is. Er hat sich auf einmal gedacht, so, do a flip! Und dann tot. Nee. Nee. Alter, nee. Alter, dafür bin ich way too much aus der Übung. Warte mal, gibt's nicht? Select your watercraft. Ja, hier. Da, Glacier Coast gibt's noch. Das ist eine fucking Ice Map. Und die ist so fucking schwer. Da ist das hier ein Piss gegen. Alter, nee, komm, wir spielen Digimon.